Willkommen zurück, Freunde, zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Und wir sind jetzt hier gerade momentan auf dem Todesberg unterwegs zu dem Dungeon der Gorunenmine. Weil da wollte ich jetzt noch einmal kurz hin, um mir jetzt die letzte Truhe zu holen, die ich ja dort eigentlich einmal leider zurücklassen musste. Aber jetzt, wo wir ja den Greifhaken haben, sollte es ja kein Problem sein, da ranzukommen. Gut, ich muss jetzt erstmal hier wieder rauf. Ich musste mich ja ein bisschen hier an den Geysir da vorbeimogeln. Ich hätte natürlich auch die Eisenstiefel anziehen können, aber naja, was soll's. Gut, Kumpel, bringst du mich nach oben? Klar. Gut, dann machen wir das mal. Steig auf meinen Rücken. Los geht's. Erstmal hier schön nach oben schleudern. Wuhu! Und weiter geht's. Okay, hier brauche ich aber jetzt die Stiefel. Verdammt. Naja, kannst du mal sehen. Dachte ich echt, ich könnte mir das ja vielleicht noch irgendwie sparen, aber nö. Muss ich jetzt leider doch hier mal ein bisschen in den sauren Apfel beißen. Ah, na gut, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Das geht schon. Okay, weiter geht's. Wir wollen ja natürlich, wie gesagt, auf den Gipfel rauf erstmal. Da, wo ja die ganzen Ältesten und natürlich das Oberhaupt Grogor alle wohnen. Dem ist ja hoffentlich ja auch erstmal wieder richtig gut gehen sollte. Oder was sagst du? So, okay, ja, bring mich erstmal nach oben. Steig auf meinen Rücken. Gern doch. Und zack! Okay, oh, schade, hat nicht gebracht. Okay, willst du nach oben? Na logisch. Na gut, dann steig mal auf. Okay, das war jetzt natürlich totaler Fail. Hilfst du nochmal? Ja, okay. Dann steig mal auf den Rücken. Ah, okay. Ja, das war jetzt eben gerade mit der Kamera ein bisschen blöd. Okay, jetzt aber hat's geklappt und wir können reingehen. Ich hoffe mal nur, dass ich jetzt hier nicht schon wieder Ringkämpfe machen muss. Wäre jetzt nicht so cool. Okay, da ist ja noch der Kleine hier auch noch übrig. Na, du hast viel für uns getan. Wenn wir ein bisschen zurückgekommen sind, gehen wir nach Kakariko, um zu helfen. Ja, dank dir ist der Bergpfad wieder frei. Und ein paar von uns Goronen sind gerade unten in Kakariko und sehen sich ein wenig um. Ja, cool. Kann ja auch so bleiben. Okay, und wie geht's dem Oberhaupt? Na, was geht ab, Mann? Sieht ja besser aus als vorher. Hm, was ist denn? Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, das Oberhaupt der Goronen, Grogor, das bin ich. Ja, ich habe gehört, dass irgendwelche Monster in Kakariko Ärger gemacht haben, während ich mal kurz abwesend war. Ja, aber mach dir deshalb mal keine Sorgen. Ich habe direkt ein paar Goronen zur Hilfe hingeschickt. Guter Mann. Ja, da bist du ja. Grogor ist zurückgekommen, aber er tat so, als wäre nichts geschehen. Scheint sich an nichts mehr zu erinnern, was sich in der Mine ereignet hat. Er hätte sich ja wenigstens mal bei dir bedanken können. Na gut, vielleicht braucht er einfach nur ein wenig Zeit. Eines Tages wird diese Schuld sicher beglichen werden. Wenn du jemals Probleme hast, werden die Goronen dir zur Seite stehen. Cool. Naja, das merke ich mir mal. Na gut, aber zuerst einmal geht's jetzt wieder hier kurz in den Dungeon rein. Sollte hoffentlich ja nicht allzu lange dauern. Ich hoffe nur, ich komme auch schnell wieder raus. Ja gut, sehen wir uns mal kurz die Map an. Also, ich muss ja eigentlich ja ins zweite Obergeschoss hier hinauf. Es sollte eigentlich kein Problem sein, da hinzukommen. Denke ich mal. Ja, weil da will ich ja hin zu der Kiste. Oh, oh, Vorsicht. Mann, ich dachte jetzt echt schon gerade hier, ich fall gleich wieder in die Lava rein. Das wäre jetzt nicht so cool. Oh, ich bin so ein Trottel. Das gibt's doch nicht. Mann. Ah, ja, erstmal hier schönes heißes Bad in der Lava genommen, aber immerhin nur ein Herz Schaden dabei genommen. Ist irgendwie schon ein bisschen komisch. Ich meine, wenn ich irgendwo in den Abgrund falle, zieht die mir gleich hier zwei Herzen auf einmal ab. Aber Lava? Nein, Lava ist natürlich nicht so heftig. Da verlierst du bloß ein Herz. Naja, was soll's. Gut, dann werden wir erstmal kurz hier mal raufspringen, damit wir kurz hier so schnell durchkommen. Okay, hier natürlich auch. Naja. Wer hätte das gedacht? Nochmal extra so verdammtes Backtracking, nur wegen der verdammten Kiste. Naja gut, aber wehe, das lohnt sich jetzt nicht und da ist wirklich jetzt auch ein Stempel drin. Also gut, erstmal hier weiter. Ja, da hinten muss ich auch nochmal rüber. Boah, nicht zu fassen. Ich muss hier nochmal eigentlich ja größtenteils... Aua! So einige der Rätsel hier nochmal wiederholen. Also zumindest diese Schalter muss ich ja nochmal machen. So. Ein bisschen schneller. Au!
gibt's doch nicht. Diese verdammten Schnecken, ey. Naja, gut, hoffentlich kommen wir eigentlich so schnell es geht wieder hier raus. Und ich hoffe mal, ich kann jetzt eigentlich auch jetzt sofort von hier aus in das nächste Stockwerk. Was sollte eigentlich möglich sein? Also sieht zumindest danach so aus, als ob ich ja richtig hoch könnte. Wenn ich jetzt hier gleich ja hier die ganzen Kräne benutze. What? Naja, immer schön aufpassen. Okay, gut. Hier machen wir mal kurz einen kleinen Zwischenstopp. Und lassen uns nochmal ein Stückchen weiter nach oben befördern. Sauber. Okay, ich glaube, hier bin ich sogar tatsächlich schon richtig, oder? Oder nicht? Ja, bin ich. Ich bin hier voll korrekt. Super. Au! Komme ich wieder hier bitte rauf? Na gut, anscheinend tun uns die Fische hier nicht allzu viel. So, ballern wir sie einfach mal ab. Ah. Shit! Was für ein flinker Fisch, ey! Jetzt aber! Okay. Na gut, das hier kriegen wir auch ganz leicht geregelt. Einfach nochmal kurz hier an den Pfeil ranschießen. Ja, und wenigstens sind sogar diese Laserstatuen hier jetzt alle noch abgeschalten. So, alles klar. Da wären wir auch schon. Und mal, um ganz sicher zu gehen, dass mir hier keiner auf den Sack geht. Mal hier alles wegballern, was sich mir in den Weg stellt. Okay, ich glaube, das meiste haben wir sogar. Ah, nee, noch nicht. Den habe ich sogar, glaube ich, auch beim letzten Mal übersehen. Na, ist aber auch kein Wunder, von der Position aus, wo ich auch eben gerade war, hat er ja auch so ein bisschen im toten Winkel gestanden, nicht? Naja, gut. Alles klar. Jetzt muss ich eigentlich mal kurz nachdenken, kam ich von hier aus irgendwie da ganz leicht ran oder musste ich da noch so ein bisschen tricksen? Da weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich, warte mal, ich glaube, ich musste von hier aus hin, genau. Oh nein, nicht schon wieder. Mann, ständig springe ich hier irgendwo daneben. So ein Mist. Naja, aber immerhin. Hier gibt es ja noch ein paar Leitern. Muss man aber echt mal aufpassen, wie man hier läuft. Echt mal. So, okay. Und ich komme tatsächlich von hier aus ohne Probleme ran. Na schön. Dann holen wir uns mal unser schickes kleines Schatzkistchen. Und es ist ein Stempel der Hylianisch-U. Oh yeah. Cool. Hätten wir den jetzt auch endlich dabei. Und ich kann jetzt einfach mal kurz von hier rausgehen. Also ich werde einfach mal direkt jetzt hier zum Bossraum gehen, weil da ist ja sowieso ein Warpfeld, über das ich ja wieder raus kann. Also da wird mir Midna ja bestimmt helfen können. Okay, Gegner ignoriere ich einfach mal. Ihr könnt mich alle mal. Ich will jetzt nicht mit euch spielen. Und so, zack, erstmal hier durch. Und schon sind wir hier ohne Probleme draußen. Und Midna hält sich ja natürlich sogar hier schon bereit. Wunderbar. Ich kann dich von hier wegbringen, aber bist du sicher, dass du nichts vergessen hast? Noch nicht so ganz. Ich warte, ich gucke mich erstmal nochmal ein bisschen um. Vielleicht habe ich ja Glück und hier ist ja noch irgendwas drin, was ich benutzen kann. Also Herzen werden ja wahrscheinlich keine sein. Und wieso zittert die Kamera jetzt so komisch? Soldat! Na gut, lassen wir sie ruhig erstmal zittern. Also ich meine, das ist nicht so schlimm. Okay, ich feile. Da ist nichts drin. Pfeil. Pfeil. Nein, nix Pfeil. Na gut, dann eben nicht. Okay, raus hier mit einer. So, gut, dann gehen wir einfach mal von hier weg.
Bin ich jetzt mal gespannt, wo kommen wir jetzt eigentlich überhaupt von hier aus wieder hin? Kakariko? Kann schon sein. Ja, Tatsache, wir landen dann wieder hier in Kakariko. Okay. Erstmal hier kurz mal in der Quelle heilen, wäre auch eine gute Idee. Und dann, ja, hier habe ich erstmal weiter nichts zu tun, außer jetzt natürlich... Ich erinnere mich ja noch daran, dass da jetzt so ja kurz vor dem Eingang zum Todesberg, dass da ja auch noch irgendwo eine Kiste war. Aber ich wüsste jetzt nicht genau, wie ich da rankommen sollte. Ich schaue mir das am besten nochmal genauer an. Also ich weiß ja, da oben, da sieht man diese ja, da ist ja eine Kiste. Aber ich bin jetzt nicht ganz so sicher, wie ich da hinkommen soll. Obwohl, vielleicht da so über die Dächer... Ich probiere mal was aus. Also ich habe ja noch ein bisschen so die Zeit. Also ich gehe jetzt einfach mal kurz auf das Dach vom, ja, vom Hotel Eldin und werde einfach mal schauen, ob ich davon dort aus irgendwie rüberkomme. Ich meine, vielleicht hätte ich das tatsächlich ja schon längst machen können und ich war einfach nur zu blöd, um das jetzt hier richtig zu durchschauen. Ja, werden wir ja gleich sehen. Also, ja, ich merke eigentlich schon, warte mal. Ja. Okay, das wird jetzt vielleicht ein gewagter Sprung, aber ich probiere es mal aus. Nein, wirkt nichts. Oh, okay, aber ich bin hier drauf. Interessant. Das wird nichts bringen. Nein. Nein, das bringt nichts. Okay, das ist jetzt mal interessant. Wie komme ich jetzt eigentlich an diese Kiste daran? Also, ich bin mir ziemlich sicher, ich kann nicht einfach so dahin springen. Mit dem Greifhaken komme ich von hier aus eigentlich auch nicht so einfach ran. Also... Wenn ich jetzt eigentlich so darüber nachdenke, also der höchste Punkt, der mir jetzt eigentlich von dort aus einfallen würde, wäre tatsächlich eigentlich ja bloß... Wäre ja eigentlich ja jetzt hier bloß das Dach von diesem einen, von Taros Aussichtspunkt da. Naja, werden wir einfach mal kurz gucken. Also ich lasse mich mal kurz hier auf die... aufs Dach befördern. Schon habe ich mich hier wieder übelst den Kopf gestoßen. Unfassbar. Aber na gut, ist jetzt nicht so wichtig. Ich will doch nur da hoch. Muss ich jetzt echt mal überlegen. Also wie würde man jetzt an diese Kiste am einfachsten rankommen? Ich weiß jetzt echt nicht, was ich da noch probieren könnte. So, haben wir eigentlich überhaupt schon hier die geeignete Höhe? Ja, da vorne. Aber mal im Ernst, da würde ich mit dem einfachen Sprung einfach nicht rankommen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt eigentlich ja hier in der Lage bin, mich mit dem Greifhaken an Truhen ranzuziehen. Ich glaube nicht, dass das einfach so geht. Also jedenfalls nicht in diesem Zelda. In einem anderen The Legend of Zelda Teilen ging das ja eigentlich. Also da konnte man sich tatsächlich ja mit Hilfe des Greifhakens ja an... Kisten so ranziehen, aber so? Ich glaube, in Twilight Princess war das jetzt nicht möglich. Weiß ich jetzt gar nicht mehr so ganz genau. Muss ich mal ausprobieren. Also da unten ist die Kiste. Und ich weiß, mit einfach nur hinspringen, das kannst du knicken. So, okay, hier ist ja eigentlich ein Dotaro. Und ich sage ja eigentlich, ich komme doch von dort aus doch gar nicht hin. Oder halt mal.
Warte mal, ich war doch eben gerade sicher, hier war doch eben gerade noch kurz so ein kleiner Vorsprung, aber ich sehe ihn jetzt gerade nicht so gut. Ach, ist jetzt blöd. Von hier aus sehe ich ja jetzt überhaupt nichts. Ich bin mir ziemlich sicher, hier war eben gerade noch so ein kleiner Vorsprung, so ein kleiner Holzvorsprung. Aber ich kann ihn jetzt überhaupt nicht mehr sehen. Okay, was ist mit dir? Ja, unglaublich, Link, du kannst mit dem Schwert und mit dem Bogen umgehen. Super! Ich wünschte, ich wäre auch bald erwachsen. Was anderes kann ich zwar noch nicht, aber zumindest werde ich weiter hier Wache stehen. Cool. Ja, toll, 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 Taro, aber das hilft mir jetzt absolut nicht weiter. Ja, da unten ist doch der Vorsprung. Okay, soweit ich das jetzt sogar sehe, ist der tatsächlich irgendwo so direkt da an dieser Stelle, also irgendwo so mittig davon. Mittig von dieser Hauswand. Also es sollte eigentlich ja schon reichen, wenn ich mich tatsächlich hier so runterfallen lasse. Aber ob es dir was helfen wird, ich habe keinen Plan. Ja, na klar. Na klar. Ich übersehe es natürlich um Millimeter wieder mal. Ist klar. Mann. Gut, dann probier's nochmal. Ah, nee, ey. Okay, also ich will das jetzt probieren, also... Hoffentlich komme ich da jetzt noch irgendwie rauf. Das wäre jedenfalls toll. Hey, das probiere ich jetzt einfach nochmal so aus. Also ich will jetzt wissen, was in dieser Kiste drin ist. Ist da jetzt Geld drin oder vielleicht doch ein Stempel? Das will ich jetzt herausfinden. Also, das lässt mir sonst keine Ruhe, ohne Scheiß. Da werde ich jetzt wahrscheinlich sonst nicht mehr schlafen können. Wahrscheinlich oder so. Gut, ich will jetzt hier raufklettern, bitte. Oder vielleicht hat ja auch der Gerone irgendwie was damit zu tun, der jetzt eigentlich ja hier noch und hier an diesem Haus da noch Wache steht. Naja, erstmal werde ich nochmal versuchen, ob ich mich doch irgendwie da so runterhangeln kann. Also ich glaube schon, dass ich jetzt eben nur ein bisschen zu weit jetzt links gestanden habe. Gehangen oder so, genau. Okay, rauf hier. Jetzt aber ein bisschen Tempo hier. Also ich hoffe mal jetzt wirklich, dass ich mir jetzt hier nicht nochmal die Beine brechen muss. Ansonsten werde ich mir wahrscheinlich ja noch hier so was anderes überlegen müssen. Ich hoffe mal, ich kann jetzt auch so weit klettern. Okay, ich glitsch durch. Ich hab's gemerkt. Ich glitsche da durch also. Das ist jetzt aber komisch. Also wie sonst würde ich da jetzt an diese Kiste rankommen? Ich meine, ich komme da sonst so nicht hin. Ich raff jetzt überhaupt nichts. Ich meine, oder steht jetzt einfach nur so zu Zierde da? Ich hab keinen Plan. Ist jetzt merkwürdig. Ja, ich weiß jetzt noch nicht mal, habe ich mir die eigentlich überhaupt schon mal geholt? Eigentlich jetzt in meinem alten Let's Play dazu? Ich weiß es jetzt überhaupt nicht. Ah, nee, also das ist jetzt echt bescheuert, wenn ich ehrlich sein soll. Ich probiere es einfach nochmal aus. Also vielleicht hilft mir dieser andere Goruno ja da weiter. Vielleicht wirft er mich ja darüber, wenn ich ihn darum bitte. Wäre jedenfalls nochmal eine interessante Theorie. Also gut, ich nutze das jetzt nochmal ein bisschen. Also ich versuche das jetzt noch einmal. Also ich werde jetzt nochmal diesen einen letzten Versuch da wagen. Vielleicht wirft er mich ja tatsächlich zu dieser Kiste hin. Oder ich kann mich ja irgendwie sogar hier von hier unten aus irgendwie dahin ziehen mit dem Greifhaken. Könnte ja auch sein. Bin ich jetzt allerdings nicht sicher. Obwohl, nee, du beförderst mich ja nur... Ja. Kannst du die Landschaft ums Dorf tragen? Okay. Nee, also der macht das auch nicht. Nee, also ich habe auf jeden Fall gemerkt, also ich komme von hier aus nirgendwo an diese Kiste ran. Ich kann mich ja nicht mal mit dem Greifhaken irgendwie da so hinziehen. Und ich sehe auch eigentlich ja nirgendwo hier Greifhakenpunkte. Ah, Mann. Na gut, ich muss mir irgendwie da noch eine Lösung einfallen lassen. Aber bis dahin, ja, Freunde, würde ich mal sagen, das war's dann hier tatsächlich wieder mal mit... Oh, warte mal, hier. Was ist das?
Kann ich mich verwandeln, ohne dass er mich jetzt bemerkt? Okay, wir können uns jetzt hier nicht verwandeln, alles klar. Obwohl, warte. Ich glaube, ich hab's. Ist das jetzt nur so eine Theorie, dass ich mich vielleicht hier so verwandeln kann? Dass ich mich dann... Also es ist mir jetzt gerade so aufgefallen, als ich ja diese Stelle hier gesehen habe. Ich kann mich hier so rausbuddeln. Und wer weiß, vielleicht merken die mich ja gar nicht auf diese Weise. Also vielleicht lässt mich der Gorone ja in Ruhe. So, okay. Ah! Monster, ich zieh weg hier! Okay, klappt irgendwie nicht. Hey, die sind alle abgehauen. Cool. Alles klar, die sind jetzt also eben gerade hier verschwunden. Ja, aber wie geht's jetzt weiter? Obwohl, halt! Theoretisch, obwohl, nee, das wäre auch zu weit. Ich meine, ich könnte zwar jetzt wirklich ja bis auf diesem Brett hier rauf, aber ich wüsste jetzt echt nicht, was ich noch machen könnte. Aber na gut, ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal hier oben stehen. Also jetzt momentan hier in Kakariko sind ja jetzt alle vor Panik weggelaufen, weil wir ja jetzt hier als Wolf aufgetaucht sind. Eigentlich eine ziemlich nette Sache, also das habe ich bisher noch nie so ausprobiert. Aber Freunde, ich... Ja, habe ich eigentlich schon mal gesagt, das war's jetzt erstmal für diesen Part hier. Also wieder mal hier vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten Part dann, ja, hoffe ich ja eigentlich ja schon, dass ich hier eine Lösung für dieses kleine Problem gefunden habe. Also ich hoffe mal wirklich, ich weiß jetzt, wie ich an diese Kiste rankommen könnte. Und ja, dann im nächsten Part werden wir uns diese wahrscheinlich holen. Und falls nicht, dann eben nicht. Dann mache ich was anderes. Also dann bis zum nächsten Mal und ciao!